Hallo zur zweiten Folge Reise durch ein Bild. Beim letzten Mal habe ich euch erklärt, wie ich prozessorientiert arbeite. Heute möchte ich euch eine andere Methode vorstellen. Ich arbeite an einer konkreten Idee. Das macht ungefähr in meiner Arbeit 10-20% maximal aus. Ihr seht hier im Hintergrund das Bild Modern Times. Da hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wie dieses Bild aussehen soll. Also wenn ihr hier seht, es sind verschiedene Stoffe zusammengenäht. Also hier haben wir einen Stoff, das ist wieder ein anderer. Hier kommt eine Canvas dazu. Ja, und das ist gemalt. Also die Idee war, die Stoffe zusammenzunähen, dann zu spannen und dann mit ganz in der fixen Vorstellung schon im Kopf moderne Striche und mit einer Farbe ganz konkret drüber zu gehen. Und dieses ideenmäßige Arbeiten an einer Idee fordert natürlich immer Schritt für Schritt für Schritt schrittweises Vorgehen. Ich sage mal, der Haken an dieser Methode ist, dass ich mich selber dann manchmal blockiere. Das heißt, ich habe eine Erwartungshaltung und genau so oder in etwa so sollte das aussehen. Das heißt, auf der anderen Seite auch, man verkrampft sich in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. So, jetzt entsteht ein Spannungsfeld zwischen, das sollte so aussehen, diese Erwartungshaltung, und auf der anderen Seite, bleib locker, ansonsten sieht man das natürlich. Also wenn die Lockerheit nicht da ist, bei der Strichführung oder bei der Farbführung, das spürt man. Und wenn wir es wieder aufs Leben ummünzen, diese Spannungsbogen, zu sagen, okay, ich möchte, dass das so passiert oder dass ich habe diese Idee, dass ich so umsetzen kann. Und auf der anderen Seite aber gelassen und locker bleiben. Naja, wie soll das zusammenpassen? Ja, das ist die große Herausforderung, nämlich beim Ideenarbeiten an einer Idee hast du eigentlich nur eine Chance, das umzusetzen. Und das sollte sitzen. Also sollte ich meine Gedanken so frei machen, dass ich einfach loslasse und sage, okay, ich vertraue, wir hatten es schon in der ersten Folge, ich vertraue darauf, dass das genauso wird. Aber ich bin locker und habe mich völlig losgelöst davon. Es ist irrsinnig schwierig und ihr seht hier, dieses Ansetzen des Striches, dieses Farbstriches in maximal zwei Ansätzen. Und dann sollte es passen, von der Komposition her. Was hier ganz wichtig ist, sage ich mal malerisch und technisch, zwei Flächen mit einem Strich oder mit einer Farbe zu verbinden. Das heißt, dadurch entsteht auch wieder dieser Spannungsbogen und Räume, also Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund. Was ihr hier seht, ist auch eine bestimmte Technik. Ich nahm ein Stofffetzen, tauchte ihn in Farbe und ließ ihn auf diesen Stoff drauf wandern, man sieht das hier ganz schön, und dann ergibt es diese Muster. Ihr seht aber, die Reaktion des unteren Stoffes ist ganz eine andere wie hier im weißen Bereich. Also das war eigentlich eine Überraschung. Also meine Erwartungshaltung musste ich dann revidieren, weil ich gesehen habe, die Farbe hat auf diesem gelben Stoff ganz eine andere Reaktion. Hätte ich wissen können. Ja, war eine Überraschung. Und ergänzt wird dieses Bild hier mit ganz exakten Linien. Wir haben letztes Mal schon gesprochen, wie schaffe ich Kontraste. Das kann ich sehr gut durch dynamische Striche
Und hier durch diese ganz exakte geschnittene Linie, dadurch entstehen auch wieder Kontraste. Ja, da sind wir ja schon fast wieder am Ende. Ganz wichtig für mich in dieser Zeit ist einfach klar zu sein, klar in den Gedanken zu sein, wer bist du und Ziele zu haben. Also Ziele und Träume nicht aufgeben, immer wieder dran denken, weil wir selber sind Steuermann oder Steuerfrau unseres Lebens. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen wieder was mitgeben können und wir sehen uns bei der nächsten Folge.